Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part ohne Jamada Z2 Chaos. Ich bin es, euer Demsimafix. Beim letzten Mal haben wir hier die letzte von diesen schönen fünf Regionen befreit vor den Zombies mit Los Angeles und zwei höllische Schwestern, untote Schwestern hier besiegt. Gut, nun müssen wir in irgendein Schloss gehen. Keine Ahnung, wo, wie, was. Zumindest, was hier eigentlich unsere Schwestern hier eigentlich schon platt gemacht hätten sollten. Und da sind auf einmal nun wieder Untote. Was da dahinter steckt, ich weiß es nicht. Aber gut wird es definitiv nicht sein. Deswegen reisen wir dort nun hin. Und ich würde sagen, geben wir den Untoten etwas auf die Mütze. Als wird sich die Kagura jemals zurückziehen. Die kämpft doch bis zum letzten Stück. So, ihr kennt sowas wie hier. Backup gar nicht so. Oh, Boss. Ah, ja, geil, so ein Hundeviech nochmal. Ja, super. Ich find's schön, dass die Boss jetzt. Oh, dass die Boss halt immer gleich zum Anfang des Levels kommen, um mich halt so richtig schön zu ärgern. So. Nein, was mache ich denn da? Oh, wie schlecht, Mann. Jetzt habe ich meine Superattacke in der Luft eingesetzt. Boah, wenn ich nicht die ganze Zeit hier andere Gegner anvisieren würde, könnte ich auch mal den platt machen. So, komm schon. Das kotzt mich gerade richtig hart an. Visier den an. So, super. Gut, jetzt kann man den platt machen. Weil das Gute an dem ist, man kann ihn leicht in der Luft angreifen. So, so, das heißt, wir dashen einfach immer schön und hauen ihn dann von oben hier zusammen. So, ihr seht, das klappt eigentlich echt gut so. So, upa. Außer, wenn es natürlich nicht so gut klappt. So. Warte mal. So, jetzt machen wir erstmal. Ah, wir haben hier schon wieder keine Anzeige aufgefüllt. Das ist so. Ah, furchtbar. Aber den Hund kriegt man schon so, Leute. Gleich haben wir ja erstmal seinen Schwanz dann wieder abgehauen. Bei der Hälfte des Lebens, glaube ich, ist der schon. Und dann kann er uns in der Luft eigentlich gar keinen Schaden mehr zufügen. Und das ist sehr super. So. Wollen wir auch hier noch Kagura dazu? Ja, sehr schön. Wechseln wir mal durch, damit sie nicht so viel Leben hier verliert. Und zack! Das muss wehtun, mein kleiner Buffy. Aber wenn du so fies bist und so unfair bist, dann hast du es nicht anders verdient. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir schon wieder hin müssen hier. Wo es überhaupt lang geht hier. Ich finde halt schon wieder den Gegner, den Hundi, nicht hier. Da ist er. Schön, Hundi, dass du dich so schön aufmerksam machst. So. Zack, komm, hau drauf. Jetzt komm. Ah, schnell. Mein down. Ah, okay, ist da. So. Gut. So, Leute, jetzt legen wir los. Dodgen. Und fertig. Ah, jetzt kommen aber dann noch mehr Leute. Das werden hier langsamer, die werden ja doch langsamer hier zum Brüll. Was bist du denn? Du siehst ja mal ganz und gar nicht nett aus. Du bist groß, stark und stickst. Nein, das vielleicht nicht, aber der ist ganz schön groß. Und das hat immer nicht so viel Leben gehabt. So. Solange Standardgegner sind, kann man sie ja immer weghauen mit einer ganzen einfachen Dash-Attacke. Dann ist kein Gegner ein Problem. Aber Bosse kann man halt nicht mit einer Dash-Attacke weghauen. Und das ist natürlich gar nicht schön. So. Und jetzt sind schon drei von euch. Okay. Wir müssen halt die ganze Zeit dashen, den in der Luft halten. Drei volle Dash hält er aus. Das ist gar nicht gut. Und der sieht sogar noch ein bisschen stärker aus. Punk hier. So. Einfach mal schön. Zack, in der Luft den weghauen. So. Das war auch der. Und es steht nur noch einer. Zack! Ein C. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Geschafft ist geschafft, würde ich mal sagen. Okay. Ich starte. Refreshen wir uns mal kurz. So, und dann geht's hier schon weiter. So. Was ist hier? Was ist da? Was ist dort oben? Wir lassen mal eine Spur vom Blut übrig. Seht ihr das? So, aber egal. Stört ja keinen. So, wie komme ich jetzt hier bitte weiter?
Wir müssen wahrscheinlich erst hier irgendwie das, was hinter den Türen auf uns lauert, besiegen. Oh, Leute, wo sind wir denn hier schon wieder reingeraten? Was für merkwürdige Situationen. So, oh, Leute, das war ein Hieb, Mann. Das war ein Monster-Hieb. So macht man das, Leute. So bockt sich auch den Zambada. So, Blut, Gore und noch mehr Blut. So. Zack. Das war aber nicht so cool. Das war noch cooler. So. Komm, leg los. Zack. Jetzt sind da noch mehr von denen gespawnt. Dann würde ich sagen, holen wir uns auch ein bisschen Unterstützung, oder? Boah, im engen Raum mit so vielen zu kämpfen, das kann nur gut werden. Das kann definitiv nur gut werden. So, schau dich mal an. Attacke, 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 Enemy. Zack, 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 zack. Im 3-Sekunden-Rhythmus hier. 200 Combo, ganz relaxed. Zack. Leute, enge Räume ohne Jambada. Best Levels mit Abstand. Das war gerade richtig krass einfach. So. Zack. Übrigens, oben rechts ist mir jetzt auch mal irgendwann aufgefallen, dass da oben ja auch unser Rating im Endeffekt schon steht, was wir bekommen hier. Hier bekommen wir wahrscheinlich ein V. Oh, doch, ein V sogar. Cool. Nicht schlecht. So, dann haben wir hier alle Zombies alle gemacht. Die nächste Area wieder. Gehen wir wieder zurück. Und da auf der anderen Seite gab es auch noch eine Tür. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch hin. Und ich sage mal, dann geht der blöde Zaun da hoch. Kriegen wir hin? Ja, natürlich. Aber schauen wir mal, was hier dann wieder für fiese Gegner auf uns warten. Ich will nicht nochmal gegen diese... Oh. Of a pain, but this thing can't possibly stand up to us as we are now. We struggled with it last time, but a lot's changed since then. Your memory acting up or something? This thing's always been a pushover. He ain't even gonna break a sweat. Wo ist denn der? Ich finde ihn nicht mal. Der ist doch da gelandet. Wie komme ich da runter? Okay, sehr gut. Also Spiel, du kannst mich schon mal runterlassen, bevor du hier die fiesen Gegner auf mich drauf hast. Boah, was ist denn das schon wieder für ein Gegner? So. Ah, da steht er. Okay. Dann zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Besonders, wenn wir hier gleich zur Viert oder zu Dritt oder zu... Oder doch zu Zweit. Es ist blöd, wenn man nicht die Energie voll aufgeladen hat, dann kommen hier immer nur zwei, aber trotzdem. Egal, Kagura ist verwehrt, mir da wurscht. Jetzt ist sie verwehrt. Mir da wurscht. Weg, 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 weg. Also okay, von den Blitzen sollten wir uns nicht treffen lassen, weil sonst sind wir erstmal geschockt und das ist gemein und das ist unfair. Ich sehe... Das ist aber unfair, Mann. Ich sehe ja nicht, wo die... Ja, klar, Mann. Spiel macht echt Spaß, Mann. Macht saumäßig Spaß. Ich werde nur noch vom Blitz getroffen. Ich kann nicht mal mehr ausweichen. Ich bin seit 5 Minuten bin ich geschockt. Ach ja, und dann hat er noch so eine Rampage-Attacke drauf, die mich dann noch instant tötet. Du bist lustig, Mann. Du bist echt richtig lustig, Mann. Dann bin ich halt auch richtig lustig, Mann. So. Oh, ist das ein ätzender Fight schon wieder. Komm, komm. Du, ihr stellt euch aber auch blöd an, Mädels. Ganz ehrlich. Bleiben da mal 5 Minuten geschockt. Ja, und klar, er springt durch den Boden. Ja, klar, Mann. Weißt du, ich springe auch immer durch die Decke. Ganz klar, mach ich Standard. Komm, jetzt kann ich alle rufen. So, jetzt geht's los. So. Aya ist auch tot, oder? Sehr gut. Zack. Drecksviech. Diese Blitze sind so unfair, Mann. Ganz ehrlich, ich werde von jedem Blitz getroffen. Bin geschockt und werde einfach weiter von den Blitzen getroffen. Ich kann ja nicht mal mehr ausweichen dann irgendwann. So. Ich hoffe, mit dem, was ich abgemacht habe, habe ich die Attacke blockiert. Natürlich nicht. Ja, klar! Jetzt stand ich nicht mal im Blitz drin und er trifft mich. Du bist ja so geil fair, Mann. Das muss man ja mal echt lassen. So. Draufhauen, 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 draufhauen. Einfach draufhauen. So. Aufgestanden, Mann, Mädel, Mann. So.
Das Blöde ist, wenn wir unsere Charaktere gerufen haben, hier unsere Verbündeten, dann dürfen wir eigentlich hier nicht unser Blut aufladen, weil das ist ja unser bester Angriffsschuss. Zack! Und zack! Ja, so viele von deinen hier, von deinen fiesen Angriffstechniken können ja gar nicht mehr übrig bleiben. So! Okay, vielleicht auch nicht. Der macht es, glaube ich, so lange, bis er uns irgendwann mal mit seinen Attacken trifft. Ich sag ja, sind eigentlich unblockbar. Ich sehe, es ist so fies, Mann. Weil ich sehe ihn ja nicht, Mann. Wenn er seine Attacken hier ausführt. Sind alle geschockt, Mann. Es ist so furchtbar, Mann. Komm schon. Kagura hat immer noch viel Leben. Das ist immer das Wichtigste. So. Ich sehe es halt nicht, wenn ich den anvisiere. Das ist auch so nervig, Mann. So. Zack. So, aber jetzt, du Drecksviech. Jetzt machen wir nicht platt. Ekliges Mistvieh hier. Ein V-Rating haben wir mal bekommen, aber das war auch verdient, Mann. Oh, Leute, alle unsere Charaktere sind fast tot. So, und ich wette, wir müssen jetzt noch so einen fiesen Raum machen und dann kommt nochmal so ein fieser Bossfight. Super. Leute, die Dinge stehen gegen uns. Die Chancen hier, dass wir das wirklich überleben, stehen definitiv gegen uns. Weil so ein Viech will ich nicht nochmal bekämpfen. Der ist echt unfair gewesen mit seinem Blitzen. Haut er die auf den Boden, die machen saumäßig viel Schaden. Und dann können wir den Blitz nicht mehr ausweichen, weil wir halt immer noch weil wir von denen verwirrt sind und dann nicht das blocken können. Das ist schon echt richtig geil gemacht worden, Leute. Da hat jemand mal echt wieder richtig schön mitgedacht. Das freut mich immer, wenn die Leute mitdenken. So. Drecksfähig. So, aber immerhin kann man hier eine schöne Frust rauslassen. So, jetzt ist wahrscheinlich sind wir schon im Finale. Oh, so ein Hund aus so einem kleinen Raum. Das ist auch unfair, Mann. Mist, das kotzt mich doch einfach nicht an. Ja, visier den einzelnen Zombie an. Ja, geil. Ist ja halt gar nichts. So. Drecksviech. Hätte man eigentlich auch vormachen sollen. Einfach hier in den Supermodus hier gehen müssen und den fertig machen sollen. Aber auch hier auf einem kleinen Raum den zu besiegen, ist halt auch echt fies. Mit seiner fiesen Schwanzattacke immer. So, ein bisschen Blut hier. Zurückholen. So. Ein B-Rating. Super. Gut, zurück. Und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal ein Checkpoint. Das ist sehr gut, weil jetzt kommt gleich nochmal so ein Bossfight. Lass ihn bitte nicht so unfair sein. Bitte, 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 bitte. Wir sind zwar jetzt im Kakuro in dem Supermodus, aber der hält auch nicht ewig und wir verlieren dadurch ihr Leben. Ah, und wir haben nur noch zwei Charaktere, die auch alle wenig Leben haben. Es war kein Boss mehr. Okay, das ist cool. Das ist natürlich richtig gut. So. Dann gehen wir halt hier rein. Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Modus wieder rauskomme. Ich glaube, ich hoffe einfach, der lässt mir der Zeit nach. Sonst stirbt sie uns hier irgendwann doch weg. So, dann müssen wir eigentlich von Anfang an immer mal nehmen. Im Supermodus von der Kagura gehen. Zack, wahrscheinlich kommt hier noch ein richtig fieser Bossfight und da hätte ich mir gewünscht, dass wir den uns aufkommen hätten. Aber jetzt ist zu spät, so. Ein D, hey, das sind 5 Gegner, ich besiege sie in 5 Sekunden, ein D-Rating, ja klar. Hey, ich hab schon mal gesagt, diese Ratings, die werden einfach so, zack, einfach so geraten, so. Da würfeln wir, ah, oh, schön, da haben wir ein schönes D. Oh, er hat nichts gemacht, ja, gib mal ein V-Rating, kann man schon V-Rating geben. So, jetzt ist unser Supermodi weg. Sie ist immer noch tot. Machen wir das Blut mal mit allen weg. So, und dann schauen wir nochmal auf die andere Seite. Das ist auch nochmal so ein blöder Raum. Gut, schauen wir mal, was uns da Schönes erwartet. So, bitte, ich wette, da kommt jetzt wieder ein Miniboss. Bitte nicht dieser Hund, Mann. Der ist auch so, auf so engen Raum ist der fies, weil er die ganze Zeit eine Schwanzattacke macht, die man da nicht ausweichen kann. What the hell? Ja, klar. Sein Kopf explodiert, wenn man ihn besiegt. Was ist denn das schon wieder für ein Gegner, Mann? Ich falle immer coole, fiese Gegner ein, Leute. Das muss ich euch echt lassen. V-Rating. Sehr gut, sehr gut. Hier haben wir echt richtig, richtig viele Kämpfe in dem Level. Aber
Ich denke, wir steuern. Wer weiß schon auf das Finale zu? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Orientierung genau, was jetzt erstmal auf uns zukommt. Das wird jetzt erstmal dann den Weg weisen. So, gehen wir mal da lang. Muss doch mal irgendwo so eine Statue kommen, oder? Bitte, Statue. Bitte, komm doch. Ich will nur kurz ein paar Lebens- und Itemsteine hier kaufen. Also dieser Lebensstein aktiviert sich automatisch. So, haben wir vorher bei Kagura gesehen. Sonst wären es ja vor auch Kagura gestorben. Oh. Nochmal ein Bossfight. Super. Super. Sonst wenn man so schön viel Schaden macht. Ich sehe nichts mehr. So, jetzt geht erstmal in die Quie. Jetzt kommen wir erstmal den ersten Arm wieder abhauen. Oder absiegen. Ganz ehrlich, sie ist irgendwie hier das schüchternste Mädel von allen hier und sie hat einfach mal hier eine verdammte Kettensäge. Schon irgendwie krass, Leute, wenn man sich das überlegt. Immer schön in der Luft bleiben. Immer dashen und dann schön in der Luft bleiben. Weil nicht Luft, da kann der uns nichts tun eigentlich. Aber am Boden kann uns dafür umso mehr tun. Deswegen hauen wir da wieder ab. Zack. Dann hier ein bisschen mit dem Morgenstern draufhauen. Komm, gleich sollte er eh hier den nächsten Arm verlieren. So. Leute, das müssen wir uns auch merken. Wenn ein Charakter geschockt ist, sofort einen anderen einwechseln, weil der ist nicht geschockt. Das ist super zu wissen. Zack. Nächster Arm ab. So, wir müssen. Kagura müssen wir aufpassen. Ich will nicht noch mehr Leben hier mit dir verlieren. Ich weiß, wie sehr wir sie noch brauchen. So, komm, das musst du. Das kriegst du hin, oder? Zack. Super. Ja, klar! Der nächste. Ja, klar, was ist mit euch schief? Also, Leute, langsam wird das Spiel schon ein bisschen fies. Muss man schon mal sagen hier. So, machen wir hier mal den. Der macht richtig schön viel Schaden. So. Also Leute, das ist schon hier ein bisschen unfair langsam hier, was hier ein Gegner einfach spawnt. So. Wir versuchen ja auch nicht mehr schön zu kämpfen, wir versuchen jetzt einfach hier möglichst das mit möglichst wenig Lebenverlust zu schaffen, was eh uns nicht so leicht fällt. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, was der Endfight des Levels hier wird. Ich hoffe, wenn wir sterben, weil wir sind ja bis jetzt noch nicht gestorben, dass wir wirklich am Checkpoint spawnen und am besten hier wieder mit allen Charakteren und ein paar zusätzlichen Items. Das wäre wirklich optimal. Boah, weil so kann das ja nicht mehr weitergehen. So. Oder leg los. Das ist jetzt nicht so wenig Leben. Na. So. Schnell den nächsten ab. Zack. Unsere Vampirschwestern sind einfach die besten, Mann. Der war schlecht. Der war sogar richtig schlecht. Der war noch schlechter. Komm schon, mach draufhauen. Also wenn da jetzt noch einer spawnt, Mann. Wenn ich den jetzt besiege und da echt noch einer spawnt, Leute, dann mach ich jetzt das Spiel hier aus. Ich mein, ja, klar, Mann! Piept ja gar nicht hier. So, jetzt haut sie die gleiche Special-Attacke wie Kagura raus. Wer weiß, wieso. Ich fliege eh nur noch durch die Gegend und kann mich nicht mehr wehren. So. Müssen wir erstmal hier Verbündete rufen. So. Weil das kann ja nicht mehr so. Ja, klar. Ja, klar, oder nicht? Ey, ist ja übelst hart, Mann. Das reicht ja auch langsam mal. Ganz ehrlich. Jetzt haben wir den dritten Koloss und noch diese ganzen anderen Viecher. So. Zack, 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 zack. Einfach auf alles draufhauen. Jetzt trifft es den nicht mal. Boah, Leute, Mann. Es ist ja übelst hart hier. So. So, zack, zack, zack. Ja, Leute, man kriegt mal ein gutes Rating am Ende. Also, ja, aber so viel wie wir hier ausgeteilt haben, da müssen wir ein gutes Rating bekommen. Also, alles andere wäre wirklich eine Frechheit. So, zwei Charaktere haben saumäßig wenig Leben. Und zweiter Arm ab. Kagura verliert auch ganz viel Leben eigentlich. So, ich sehe halt auch gar nichts mehr. So. Zack, 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 zack. Geht einfach alle down, Mann. Langweilt mich alle hin und geht sterben. So. So, der ist schon mal weg. Spawn ist nochmal einer von den Giganten. Mein Gott, ey, Leute. Wie viele sind da jetzt gekommen? Drei? Leute, überlegt euch mal. Das war ein Bossfight. Das war ein Endfight. Also, ja doch, das war eigentlich hier so ein Endfight eines Levels. Und dann, jetzt ist es ein Standardgegner hier. Der hat 5 Minuten spawned. Richtig schlecht sieht's aus. Richtig, richtig schlecht. Ein Charakter tot.
zwar haben nur noch die Hälfte des Lebens und Cargo da ist ja so ein bisschen mehr als die Hälfte, aber auch nicht richtig viel. Das wird noch ein lustiges Level, Mann. Das wird noch ein richtig lustiges Level. So, jetzt spawnt erstmal wieder ein krasser Bossfight. Nicht? Schade. Richtig, richtig schade. Ich hätte schon nochmal Bock auf so einen kleinen sexy Bossfight. So, Leute, bevor wir in den anderen Raum gehen und uns dort hier wahrscheinlich auch dann morden lassen von 1 Milliarde Viechern, würde ich sagen, machen wir jetzt auch einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier ebenfalls weiter mit Onitombada Z2 Chaos. Bis dann, haut rein. Ciao.